Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Einfach Schön. Und heute geht's um dieses Auto. Ja, denn ich will das Auto nutzen, habt ihr ja schon eine andere Sendung gehört, als Lieferfahrzeug. Und damit wird Filz ausgeliefert, also muss das ein bisschen schöner sein. Ich zeige euch mal, wie das so aussieht. Hier ist alles verballert und vermackt. Ne, kann man gut erkennen hier. Also da ist alles, aber nichts schön. Es ist halt ein älteres Auto. So, hier habe ich schon mal den Selbstklebefilz. Und ob das funktioniert oder nicht und wie das funktioniert, seht ihr jetzt gleich, weil ich nehme euch da einfach mit. Und ich probiere mein Bestes, ohne Ahnung, einfach ein Auto zu verschönern. Gott sei Dank, ihr seht schon, hier im Hintergrund, die Tür habe ich gestern probiert. Die Fehler und alles Mögliche zeige ich euch auf, was mit Selbstklebefilz passiert oder auch nicht. Das hier ist jetzt eine größere Fläche, die ich da machen will, da. Mit verballerten Ecken und so. Ja, nur so viel schon mal vorab. Selbstklebefilz für ein Wohnmobil kann ich, glaube ich, nicht empfehlen. Ihr werdet sehen, was bei rauskommt. Und ich hänge euch jetzt da oben in die Ecke und ihr könnt dazu gucken. So, ihr seht das Ergebnis hinter mir. So sieht es ganz gut aus. Und wie ich schon gesagt habe, den Klebefilz kann man nicht empfehlen. Ich gebe jetzt für das Auto hier 180 Euro aus. Ist ja nicht so groß. Und wenn es ein Wohnmobil wäre oder ich wollte mir das jetzt als schönen Wohnraum machen, wäre ich ganz schön angepisst. Weil der soll ja B-Stretch sein und ich denke, durch den Kleber ist das überhaupt nicht möglich. Also, wie jetzt hier über dem Rad hier, Gott, ich kann es so hell, ich kann es gar nicht sehen, ging es erstaunlich gut, weil die Stretch-Richtung in der, ja, in die Richtung ging. Wenn man jetzt so weit, wie gesagt, das ist gut, aber wenn man jetzt hier genau guckt, es sind überall Falten drin. Und wie gesagt, als Lieferauto ist es mir relativ egal, wobei trotzdem ärgerlich ist, weil das hätte ich auch mit meinem Billigfilz hingekriegt und im Sprühkleber. Weil, wo das Zeug mal klebt, es klebt wie Hulle, absolut. Wo drauf ist, ist es drauf, es löst sich nichts, gar nichts. Und wenn man das mal zusammenklebt aus Versehen, ist es eine schwierige Nummer, das wieder auseinander zu kriegen. Also die Klebefläche ist gut. Hat man jetzt glatte Flächen, in den neueren Busse sind ja auch glatte Flächen, da ist das mega für. Ne? Drauf, streichen, fertig. Lässt sich, wie gesagt, in eine Richtung super ziehen, aber eben nicht in beide. Und das hat dann zur Folge, dass dann so was hier passiert. Na, das kriegt man da nicht richtig dahin gedrückt. Und so ist es ja auch hier am Fenster. Da ist ja auch so. Da habe ich da ein bisschen gestückelt. Das muss ich mir nochmal. Ich bin ja eigentlich so ein 100%iger. Also mich stört sowas kolossal. Aber ich versuche, ja, das mal ein bisschen lockerer zu sehen. Weil wenn der jetzt komplett gefilzt ist und dann kommt auch noch Boden rein. Und da kommen noch Stangen rein für die Taschen zu transportieren. Und dann ist das okay für so ein altes Lieferauto. Das soll ja nur sauber und ordentlich. Ich meine, man sieht ja, ne, vorher sieht es dann so aus. Und nachher so ist das schon ein nettes Ergebnis. Aber wie gesagt, also Klebefilz kann ich jetzt nicht befürworten. Ich habe das jetzt im Internet mal gesehen, wenn man das mit Sprühkleber gemacht hätte, das stinkt natürlich ein bisschen, aber dann lässt er sich in jede Ecke rein, deuen, ziehen und so. Ne? Das geht mit dem Klebefilz nicht.
glatte Flächen gut, aber das halt nicht. Na gut, ich mache jetzt mal weiter mit allem, mal gucken, wie weit ich komme, und dann zeige ich euch natürlich auch das Endergebnis. Also, bis gleich. So, und jetzt ist es fertig von innen, aber mit kleinen und großen Schwächen. Das zeige ich euch jetzt mal. So sieht es jetzt aus. Also von Weitem perfekt, aber wie gesagt, wenn wir von nahem, das wollte ich euch noch mal zeigen, wenn wir jetzt hier, ich habe die Tür jetzt mal geklebt, also anders geklebt im Ganzen und nachgezogen und hin und her, also wie man das eigentlich richtig macht, geht aber nicht mit Selbstklebefilz. Also ich glaube, man müsste wirklich alles einzeln bekleben, dann hat man ständig Stoßkanten. Ne? Also hier habe ich jetzt so probiert, hier habe ich schon mit Ausbesserungen gearbeitet. Alles nicht schön. Na gut, jetzt hat hier diese Verschönerung, ihr habt es ja gesehen, wie vorher ausgesehen, genau 200 Euro gekostet, Boden 20 Filz, 180 Filz habe ich noch ein bisschen übrig. Aber die Decke wollte ich eh so lassen, weil da ja noch schwarze Stangen reinkommen, nicht? Ja, so sieht es jetzt aus. Also Selbstklebefilz nur für gerade und glatte Flächen. Das war's von mir. Bis bald, euer Bernd Manfred Brück und tschüss.